So, meine lieben Leute, willkommen zurück hier. Ich bin's, der Schansen, und wir spielen weiter The Last of Us 1, das Remake. Ja, wir sind gerade mit Ellie unterwegs. Wir sind gesprungen zum Winter. Ich denke mal, dass es Joel besser geht, aber wir sind auf jeden Fall draußen zum Jagen. Und wir haben gerade eben einen schönen Hirsch gesehen, kein Hirsch, ein Reh. Und das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen und es eiskalt abschießen. Mal gucken. Da bist du ja. Habe ich jetzt nur schleichen oder kann ich auch da hinterher laufen? Okay, vielleicht sollte man beim Eis ein bisschen aufpassen. Aber schleich mal hinterher jetzt, von hier. Gutes Reh, schönes Reh. Gucken wir mal, ob wir es besser finden. Ich muss aber kurz hier was drehen, kurz. So. Wo ist denn das hingelaufen? Wo ist das gute Tierchen denn hingelaufen? Ah. Da oben ist es. Wir sehen da oben. Dran zu schleichen. Jetzt flüstere ich, damit es mich nicht hört. Was total unsinnig ist, aber irgendwie macht man das automatisch. Das Problem ist, ich muss nicht daran. Von hier aus werde ich niemals treffen. Glaube ich. Diesen Stöcker sollte man nicht rauftreten. Das wird laut. Knapp vorbei. Sehr knapp vorbei. Gucken, ob wir das da einsammeln können. Also den Pfeil. Das wäre nicht schlecht, wenn man die wieder einsammeln kann. Ich weiß das gar nicht. Ich habe noch gar nicht das Herz. Nein, das kann man nicht. Okay. Ist da hochgelaufen, das blöde Reh. Ich weiß nicht, ob ich endlich Pfeile habe. Im Moment schon wahrscheinlich. Weil es so eine Art Tutorial ist, wie ich am besten schießen oder jagen kann. Denke ich mal. Versuche noch dich daran zu kommen. Aber das sind natürlich kleine Knackfallen hier überall. Seht ihr das? Überall diese kleinen Äste und so. Wenn man darauf tritt, ist natürlich vorbei. Dann läuft da natürlich eiskalt weg. Versuche mal von da oben runter zu holen. Also von da oben zu schießen. Klappt das ja? Hinten längs laufen? Teste mal. Eine Erhöhung gibt, von der ich runterschießen kann? Immer erwischt. Okay. Deren. Auf jeden Fall die Blutspur jetzt folgen, wie man sieht. Das hat sich auf jeden Fall, habe ich es verletzt. Das ist schon mal ein bisschen Gutes. Dichter ran. Ich verstecke mich hier hinter diesen. Oh, guck mal. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich verletzt. Man sieht. Da ist eine Äste, muss ich aufpassen. Hab dich. Ja, Mist, ist der auch schnell. Ja, recht schnell. Vor allem rennt er mal weiter. Ich meine, er hat zwei Pfeile in sich, ne? Nur mal so nebenbei. Der wollte auch schon wehtun, oder nicht? Gleich mal wieder. Wird sie auch nicht aufscheuchen, das gute Viech. Was ja auch blöd wäre. Schauen wir mal. Das ist noch ganz schön viel. Es verliert aber auch ganz schön viel Blut eigentlich, ne? Ein bisschen wie Joel. Wo ist er das jetzt hin? Nach rechts, ne? Ja. Okay. Mal hier oben links.
Da ist das Blut. Man hört das Blut hier auf. Ist schon hier links gelaufen sein. Also hier diese Spuren. Würde man meinen, dass das Spuren von dem Viech sind. Also von dem Reh. Hä? Bin ich hier verkehrt? Wo ist es hin? Die Blutspur geht hier hoch, okay. Ach, das ist da hinten nichts gelaufen. Okay, okay. War die Spur verloren, ne? Hier ist es. Es hat sich da so ein bisschen... Naja, ist auch clever von dem. Querfeld ein, ein bisschen versteckt laufen. Damit ich es nicht finde. Aber nicht mit mir. Ich habe Hunger. Auf Fleisch. Fleisch. Hier über den Zaun gehüpft. Oh, ist das so clever, da längst zu gehen, Ellie? Wahrscheinlich nicht. Wir machen es trotzdem gerade. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber naja. Oh, sieht aus wie eine kleine Siedlung. Vielleicht sind da ja hilfsbereite Menschen. Da haben wir noch nicht so viele von gefunden. Aber eventuell sind ja welche. Das ist natürlich blöd. Die würden ja wahrscheinlich auch gerne das Reh haben wollen. Mhm. Was ist das für ein Ort? Ein magischer. Hier wohnt Peter Pan. Nein, also das Reh ist hier runter. Wir gehen auch mal hier runter. Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Nee, ich nicht. Sieht immer noch gefährlich aus. Aber warum rennt das Reh denn hier hin? Also es müsste eigentlich von Gefahr wegrennen und rennt jetzt aber direkt in die Arme von anderen Gefahren. Ich weiß, es ist nur ein Reh, aber trotzdem. Was ist das? Ja, ist die Frage, ob wir es einfach holen können. Das liegt da wie auf dem Präsentierteller. Okay. Wer ist da? Komm raus! Oh oh. Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen, Kugeln, Kleidung. Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt. Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Man kann sich nie, man kann ja niemandem trauen eigentlich, ne? Nur so nebenbei. Jetzt zurück. Ah, sind die nett, sind die nicht nett? Das weiß man nicht, ne? Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Ja.
also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Okay, jetzt kommen einige. Ich dürfe sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Jeder Schuss muss sitzen. Ich kenne das schon. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Durch die Fenster kommen. Mehr Infizierte auf dieser Seite. Das ist eine große Meute. Sie müssen dir gefolgt sein. Vielleicht sind sie dir und deinem Freund gefolgt. Hallo. Ich bin gemeinsam drin. Hier, das Gewehr. So, Kleine! Hier ist noch mehr Munition! Oh nein! Mann! Ja, da kann ich natürlich nichts gegen machen. Da hilft mir mein Immunsystem auch nicht. Scheiße! Okay. Alles normal machen wahrscheinlich, ne? Oh Gott, da kommt eine ganze Menge auf uns zu! Ja, ich sehe sie! Oh. Hier, nimm die Munition. Okay. Okay. Was wir müssen hier raus. Okay, Kleine. Komm schon. Ich halte sie auf. Er wacht die Treppe. Komm mit, hier durch. Okay. Warte. Nichts drin. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Na toll. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Na, ich weiß nicht, ob er den trauen kann. Also, er wirkt sehr nett, aber du weiß musst es nicht, dir ne? Um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf.
So richtig schnell laufen tut sie nicht, ne? Sogar nebenbei. Oh. Hey, Kleine, alles klar? Ist okay. Blicker, verschwinde da! Okay. Oh nein, ich habe doch das Messer schon gezogen. Ich hatte das Messer doch schon gezogen. Das ist ja jetzt blöd. Gut. Mal. Ach, das ist ja echt blöd. Ich weiß. Die haben wir noch ganz gut abgeladen gerade, die Klicker. Da runter? Wie gehen wir da runter? Okay, Spuren sind uns ja egal, das wissen wir ja schon. Wollen wir den anderen Typen natürlich nicht erzählen. Jetzt benutzt er uns für irgendwas. Für seine komischen Machenschaften. Wir können ein paar Sachen einsammeln. Sehr gut, sehr gut. Dass wir noch eine Waffe haben, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, halt mal das Ding kurz in der Hand. Ja, wo geht's denn hier links? Da wieder hoch? Wahrscheinlich, ne? Nee. Geht's nicht hoch. Nee. Da. Was hoch da? Alles klar? Oh, wo bist du ja? Komm schon, da ist die Tür. Eingelassen? Option. Wo ist die Tür? Wo ist die Erde? Die Tür? Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Aber wie kriegen wir die Leiter? Süßer kleiner Spatz. Hm. Welche, okay. Da sind, bin ich gekommen, das war verkehrt. Achso, kann er mich da hochschieben vielleicht? Woher? Ne, kann er nicht. Ich dachte, er könnte mir so eine Räuberleiter machen, das kann er anscheinend nicht. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Muss ich einen Weg da hochgeben, ne? Hä? Hinweis. Da drüben, da könnte ich dich hochheben. Oh klar, da geht's. Auf der anderen Seite natürlich nicht, aber da geht's. Klar. Der Sinn. Los, komm her. Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Da. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Würde ich lieber ein bisschen schleichen, wenn ich so einen Lärm mache.
Alles okay? Ja, alles okay. Okay. Bitteschön. Na los. Ich will noch die Munition einsammeln hier. So. Na komm. Da. Umpa Lumpa. So, komm. Mit die ganze diesen Umpa Lumpa Song im Kopf. Und Hugh Grant? Also eigentlich. Na los. Einfach nur sauwitzig. Bricht doch alles ein hier. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Alle mitnehmen. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Erstmal alles einsammeln hier. Nützlichen Sachen um. Mach ich doch gerade. Siehst du was? Es ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? So, dann wollen wir was bauen hier. Was machen wir jetzt? Wir halten Stand. So ein extra. Haben wir eine andere Wahl? So ein. Sterben. Gut. Wenn nicht. So, können wir auch nochmal bauen und extra vielleicht. Bereit machen. Hey. Oh. Ah, verdammt. Shit. Ich hätte die auch irgendwie anders kennen können, ne? Kommen die alle nur von da? Ich weiß, Infizierte. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh. Ah, shit. Oh, ich kann es nicht mehr. Mist. Spät. Zu spät mit der Waffe, ey. Scheiße. Oh, verdammt. Bereit machen. Ich lag irgendwo Munition rum. Wir kommen schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen das.
Da kommen mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Oh. Hilf mir doch mal, du Affe da hinten. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht, alter Schwede. Die geht mir auf den Zeiger, die gehen mir auf den Zeiger da. Auf den Zeiger gehen die. Mann! Oh, hat schon drin. Oh, das gibt doch gar nicht. Ich kann ja so schlecht schießen gerade. Shit. Ja, keine Munition mehr, oder? Noch ein Schuss da, okay. Oh nein, falsch geworfen. Ach verdammt. Okay, er muss auch überleben. Okay, das ist ja blöd. Den hätte ich gerne nicht überleben lassen. Alter, ich hab gar keine Waffen mehr richtig, ey. Also gar keine Munition mehr. Ich den platt? Ich hoffe. Kriegt man Leben hier, das ist schon mal ganz gut. Aber. Das ist eine Munition, ne? Oh nein! Ein Schuss verschwendet, das war ja blöd. Das fängt nicht gut. Ein Bloater! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Oh!
weg, weg, weg. Alter Schwede. So ein nerviger Kampf. Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überbrücke die Brücke. Ja, ich sammle mal den ganzen Scheiß ein hier. Ich will auch ein bisschen weiterkommen. Bumm, ey. Mach hier so einen Snack. Hier noch mit. Da war nichts drin, ne? Mach ich immer wieder auf und immer wieder enttäuscht. Und dann ist nichts drin. So. Na? Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was hab ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Hm. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. Was? James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. War doch klar, dass sowas kommt. Los, weg hier. Ja. Wenn der die mal nicht verfolgt. Komm schon. Naja, die Fußspuren sind ja leicht zu verfolgen. Die Frage, wie es Joel geht, ne? Haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen jetzt. Okay. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Naja, der hätte ja auch eben so gut Gift holen können für sie, ne? Wenn er es von vornherein wusste, wer das ist. Dann würde sie jetzt schon einfach vergiften. War schon lustig, oder? Da mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe.
sind hier. Hast du sie hergelockt? Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Sie weglocken von ihm. Zielt auf das Pferd. Okay. Und schießt aufs Pferd. Ah, das war das Pferd. Oh nein, das Pferd, fall nicht aufs drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Spannende Sache, das. Oh, das Pferd ist tot. Scheiße. Okay. Aber genau ab hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi. Aber ich sehe sie.